Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Es ist kein Geheimnis, dass Stress eine echte Belastung für den Körper darstellen und eine Vielzahl unangenehmer Symptome hervorrufen kann. Schlechter Schlaf, Bluthochdruck und Hautausschläge sind nur einige der Probleme, die sowohl während als auch nach einer Stressphase auftreten können. So führt Stress zum Beispiel zu einem höheren Cortisolspiegel im Körper. Das Stresshormon Cortisol hemmt die Insulinwirkung und stimuliert gleichzeitig die Produktion von Glucose im Körper und erhöht so über zwei unterschiedliche Mechanismen den Blutzuckerspiegel. So führt also Dauerstress zu einem ständig erhöhten Blutzuckerspiegel, womit das Risiko für Diabetes und Herz-Kreislauf-Probleme wächst, selbst dann, wenn man überhaupt keinen Zucker oder Kohlenhydrate konsumieren sollte. Stress beeinflusst ferner unsere Verdauungsprozesse, denn wenn man Stress hat, schaltet der Körper in den Überlebensmodus ein, um die Gefahr, in der man sich befindet, zu bewältigen. Der Blutzucker steigt also, damit man genügend Energie hat, um sozusagen den Feind zu bekämpfen. Gleichzeitig wird die Verdauung der Nahrung blockiert, weil der Körper in diesem Moment keine Zeit für die Verdauung hat. Und somit versucht der Körper entweder die unverdaute Nahrung sofort loszuwerden, was zu Durchfall führt, oder die Verdauungsprozesse werden so stark verlangsamt, dass es zu Verstopfung kommt. In beiden Fällen wird die Fähigkeit, Nährstoffe aus der Nahrung aufzunehmen, beeinträchtigt sein, was einerseits durch die schlechte Nahrungsverwertung langfristig zu einem Vitalstoffmangel führt und andererseits eine mangelhafte Gift- und Schlackenausleitung mit sich bringt. Bei chronischem Stress kann es zu einer dauerhaften Stoffwechselentgleisung führen, also zu einer katabolen Stoffwechsellage, wo der Körper also mehr Substanz ab- als aufbaut. Da Stress auch säurebildend auf den Organismus wirkt und somit zu einer Übersäuerung führt, gilt dieses Ungleichgewicht im Körper in den allermeisten Fällen als Grundursache für die Entstehung von chronischen Erkrankungen wie Arteriosklerose, Bluthochdruck, Demenz, Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs, Osteoporose, Gicht, entzündliche Darmerkrankungen und so weiter. Kurzzeitiger Stress schadet dem Körper dabei weniger, vielmehr ist es der Dauerstress, der zu folgenden Nährstoffmängeln im Körper führt. Für die Produktion der Stresshormone Adrenalin und Cortisol wird Vitamin C benötigt. Gleichzeitig spielt Vitamin C eben auch eine Rolle bei der Senkung des Cortisolspiegels und auch als Multitalent-Nährstoff, der an einer Vielzahl von Funktionen im gesamten Körper beteiligt ist, von der Unterstützung der Kollagenproduktion bis hin zur Unterstützung der Blutgefäße und Arterien, wird es aber eben gerade bei Dauerstress sehr stark verbraucht und weil es eben auch die Arterienwände wieder aufbauen muss, die durch den hohen Blutzuckerspiegel aufgrund des Dauerstresses beschädigt wurden. Chronischer Stress führt meistens zu einem Vitamin B-Mangel, wie zum Beispiel Vitamin B12, Vitamin B6, aber auch ganz besonders Vitamin B5, weil dies das Cortisol im Gleichgewicht hält, es hält die Entzündung niedrig, es ist wirklich gut für die Wundheilung und viele andere Dinge. Der größte Mangel bei den B-Vitaminen liegt jedoch bei dem Vitamin B1, weil es entscheidend bei der Kontrolle des Blutzuckerspiegels hilft. Deshalb benötigen auch gerade Diabetiker, wenn bei ihnen schon eine Polyneuropathie vorliegt, dringend Vitamin B1. Schaut euch mein Video dazu, was der Diabetiker an Vitaminen benötigt, gerne nochmal an. Am besten wäre es, die fettlösliche Form des Benfotiamin zu supplementieren. Da der Stress ja eben auch zur Übersäuerung führt, werden vermehrt basische Mineralien verbraucht, um die Säuren zu neutralisieren und das betrifft insbesondere Calcium und Magnesium. Gerade dieser stressabbauende Nährstoff, der an 300 chemischen Prozessen und Reaktionen im Körper beteiligt ist, wird durch Stress aufgebraucht. Die Sangomeriskoralle eignet sich sehr gut zur Entsäuerung, die eine natürliche Quelle für Calcium und Magnesium darstellt. Aber auch das stresshemmende Zink wird aufgebraucht. Zu viel Adrenalin verbraucht aber auch das Vitamin D, weshalb man auch dieses natürlich supplementieren sollte, was man sowieso in diesen Breitengraden tun sollte. Je mehr Stress jemand hat, umso mehr Kalium benötigt er auch und umso weniger Natrium, weshalb man in Stressphasen möglichst nicht zur Chipstüte greifen sollte, sondern stattdessen zu kaliumreichen, grünen, frisch gepressten Säften. Wenn wir unter Stress stehen, sollten wir also auch viel grünes Blattgemüse verzehren. Gleichzeitig jedoch auch die Proteinzufuhr, insbesondere mit rotem Fleisch, moderat erhöhen, weil die Proteine im Körper in Stressphasen durch die Erhöhung des Blutzuckerspiegels aufgebraucht werden. Denn der Körper verwendet seine eigenen Proteine, um daraus Glucose herzustellen. Rotes Fleisch enthält auch Zink und die B-Vitamine, als auch das wichtige Hämeisen, das vom Körper sehr viel besser aufgenommen werden kann als das Eisen aus Pflanzen. Denn auch das Eisen ist ein sehr wichtiges basisches Mineral, welches wir in Stresszeiten
nicht nur zur Entsäuerung benötigen, sondern auch für die Bildung sauerstofftransportierender roter Blutkörperchen. Gerade in Stresszeiten sollten wir also isolierte Kohlenhydrate jeglicher Art aus unserem Speiseplan streichen, denn diese Nahrungsmittel wirken katabol, verstärken also die oben beschriebene negative Stoffwechselentgleisung dramatisch. Das Allerbeste wäre, gerade in Stresszeiten vollkommen auf Kohlenhydrate zu verzichten und stattdessen die gesunde ketogene Ernährung zu praktizieren, wie ich es ja sowieso in meinen Videos immer proklamiere. Aber in Stresszeiten ist dies eben noch viel wichtiger, weil der Körper eben selber den Blutzuckerspiegel erhöht. Und wie extrem schädlich der ständig erhöhte Blutzuckerspiegel für unsere Gesundheit ist, hatte ich euch im Detail in meinem Video zur ketogenen Ernährung erklärt. Das kann ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Allein schon wegen dem schädlichen Blutzucker, durch den wir eine Arteriosklerose und in Folge einen Herzinfarkt und alle anderen Zivilisationskrankheiten entwickeln könnten, ferner aber auch durch die vielen Mikronährstoffmängel, die dadurch entstehen können, wie wir jetzt im Video gesehen haben, sollten wir alles in unserer Macht Stehende tun, um jeglichen Dauerstress zu vermeiden. Und dazu gehört gutes Stressmanagement, moderater, regelmäßiger Sport, idealerweise in der Natur, aber auch regelmäßige Spaziergänge in dieser, um den Stress weitgehend abzubauen. Guter Schlaf ist ebenso wichtig, gesunde Ernährung, aber auch die regelmäßige Nutzung der Infrarotsauna ist nicht nur sehr gesund, sondern auch sehr wohltuend und stressbefreiend. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.